Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic in einer weiteren Folge Scrap Set, der Show mit dem Lift, in der ich eure Kreativität anbiete und eure Werke vorstelle. Wir schauen in den Lift und wir schauen uns an, was der Lift für uns an Überraschungen bereithält. Was haben wir denn hier? Eine Jurassic Base von Sharky. Hi, ich bin Sharky und habe mir gedacht, ich baue mal eine Jurassic Base für Spielbär-LP. Er darf es in seinen Videos vorstellen. Einmal ein großes Tor und einen großen Innenhof für ein paar Dinos. Links dann noch eine kleine Garage für den Ford und darüber ein Wohnturm für Mitarbeiter und auch Lagerküche und Esszimmer. Ich hoffe, es gefällt euch und dass ihr viel Spaß damit habt. Die Inneneinrichtung habe ich dir überlassen, damit du noch was für dein Projekt hast. Vielleicht auch, weil ich einfach schon sehr lange so dran gebaut habe, aber nicht hauptsächlich. No Mods needed. Das ist auch sehr cool, dass man keine Mods braucht. Das finde ich immer sehr entspannt. Und hier haben wir die Funktionen. The little left tower has a button which opens the big gate. There is a button on the brown section of the wall. Okay, da muss ich dann mal gucken. Ein Spielbär. Wenn du willst, kann ich auch ein paar Teile wie Mauern, Türen, das Tor und Turmteile einzeln veröffentlichen, womit du dir dann eine eigene Base zusammenstellen kannst, beziehungsweise diese erweitern kannst. Manche Teile wie das kleine Haus vorne oder auch das große Kontrollzentrum hinten in der Mitte sind nicht in diesen enthalten. Sag mir einfach in dem Video Bescheid. Okay, schauen wir mal, ne? Ich schaue mir das jetzt erstmal an, würde ich sagen. Bevor ich jetzt irgendwie da irgendwie noch Wünsche äußere oder Sonderwünsche. Erstmal gucken, leckt es? Ah, ein bisschen. Ich schweiß es mal lieber sicherheitshalber an, dann haben wir ein bisschen mehr FPS. Machen wir mal hier so nach oben. Sicher ist sicher. Ah, jetzt muss ich hier wieder. Na, Moment, Sekunde, das machen wir mal anders. Ich muss jetzt mal was weglöschen hier. Es tut nicht weh. Es geht ganz schnell. Wie beim Onkel Doktor. Das tut überhaupt nicht weh. Mal gucken. Ja, Moment. Genau, so. Oh! Nein, Moment, das ist falsch. Das soll so nicht sein. Moment. Okay, aber so leckt es deutlich weniger. Nein, so können wir das aber nicht machen. Warte mal. Wir machen das jetzt mal so. Und dann... Warum geht denn das jetzt nicht? Ist es jetzt noch angeschweißt? Ach nee, scheiße. Ah, jetzt habe ich, jetzt ist das hier unten festgeschweißt, ne? Glaube ich. Hoffentlich ist es nur diese Stelle jetzt hier. Es tut mir leid. Ich habe einen Schweißenfehler gemacht. Ich habe das nicht gesehen, dass das falsch eingedreht ist. Dieses Schweißentool kann ja auch zum Wahnsinn treiben, ey. Jetzt ist es wieder lose, okay. Ja, ich habe jetzt diese Rampe da weggemacht. Das tut mir jetzt leid. Das muss jetzt sein. So. Und... So, genau, jetzt passt es. Wunderbar, wunderbar, wunderschön. So, dann, genau, das habe ich jetzt hier vorne weggemacht. Aber wir wissen ja alle, dass da so eine Rampe dann sein soll, genau wie hier. Das habt ihr ja alle gesehen. So, das ist jetzt eine Jurassic Base. Das sieht ja ein bisschen so aus wie das Gehege von Indominus Rex, ne? Aus Jurassic World so ein bisschen. Hier mit diesem großen, mit dieser Fensterzeile, wo man dann von oben ins Gehege reingucken kann. Man muss sich hier jetzt natürlich im Innenraum noch Vegetation vorstellen im Inneren, wo dann die Viecher rumlaufen können und so, ne? Ist schon crazy. Moment, jetzt muss ich mal gucken, gibt's hier eine Torkontrolle? Da oben ist auf jeden Fall eine Torkontrolle, da kann man einen Knopf drücken. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie komme ich da hin? Hier ist erstmal eine Tür. Wir gehen erstmal rein, würde ich sagen. Wir gehen erstmal nach innen. Schauen wir mal. Oh, sehr niedrige Tür, muss man aufpassen, man stößt sich den Kopf ganz schnell, aber es ist ja auch ein Wartungseingang. Ist auch cool hier. Die Fenster. Schönes Design, kann man die aufmachen? Ja, kann man. Ach, ist das hier eher so ein Dino-Lagerraum wahrscheinlich? So ein Liefereingang ist das wahrscheinlich. Oder nee, Moment, das war die Garage für den Ford, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist es. So, jetzt schauen wir mal. Hier ist der Kontrollturm. Auch mal ducken. Okay, das ist cool. Riesige Schiebetore, damit der Indominus Rex nicht ausbüchsen kann, so wie im Film. Coole Sache. Finde das Design auch cool. Man sieht schon, dass die Tore ein bisschen massiver sind, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Da ist auch nochmal ein Gebäude, da gehen wir auch noch gleich rein. Jetzt gucke ich nochmal hier rein, in den Turm. Ah ja. Guckt mal hier, hier ist diese große Panoramascheibe. Das ist wirklich wie in Jurassic World so ein bisschen, ne? Ist eigentlich ziemlich cool. Das fand ich ja war eins der cooleren Sachen in Jurassic World, dieses Gehege vom Indominus Rex mit der großen Scheibe.
Ansonsten, ja, weil das war irgendwie noch so ein bisschen realistisch gemacht, das Gehege, so irgendwie, fand ich. Es gab ja viele Sachen im Film, die waren total überzogen, meiner Meinung nach, aber das war irgendwie noch, das hatte man noch abgekauft irgendwie, fand ich. Das war noch so der Punkt im Film, wo ich es noch gekauft habe. Danach, später, dann ist einiges einfach gewesen in dem Film, wo es einfach zu sehr eskaliert ist, meiner Meinung nach, und auch zu viele unlogische Sachen dann drin vorkamen einfach, die ich dann nicht mehr geglaubt und gekauft habe. Sie haben einen Aussichtspunkt, das ist auch gut. Da kann man das Ganze ein bisschen von oben beobachten. Weil das ist ja auch ganz wichtig, ist ja auch ein bisschen wie in einem Gefängnis eigentlich. Man muss ja, wenn man das Ganze überwachen will, von allen Punkten das Ganze eigentlich einsehen können, damit man immer genau weiß, wo das Tier ist, was da gerade gefangen ist. Ja, das ist ja, oh, aber man soll natürlich nicht runterspringen. Das könnte gefährlich sein. Könnte vielleicht auch gefährlicher sein als die Dinosaurier, man weiß es nicht. Aber mir gefällt das. Ich finde das sehr cool. Ich werde natürlich auch noch meine eigenen Jurassic Park Gebäude in Scrap Mechanic nachbauen, wenn ich dann mal dazu komme. Aber das ist natürlich schon ein guter Ansatz. Hier sehen wir schon mal, wie das ohne Mods eigentlich schon ganz cool aussehen kann. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den Sharky für seine coole Jurassic Park Base. Und wir kommen zur nächsten Erfindung. Was haben wir denn hier? Einen Monster Truck. Das ist auch witzig, wenn man in einer Folge mal was Bestimmtes vorgestellt hat, ein bestimmtes Fahrzeug, kommen dann meistens in den darauffolgenden Episoden immer die Vorschläge für ähnliche Fahrzeuge. Und wir hatten ja einen Monster Truck vor kurzem drin gehabt und jetzt hat der Dr. Mo hier auch eingebaut. Dieses Werk darf von YouTubern wie Spielbär oder Kerge vorgestellt werden. In diesem Fall möchte ich Dr. Mo genannt werden oder einfach nur Doktor. Wieder hochladen ist nur bei größeren Veränderungen gestattet. Mehr als Farbe ändern, zum Beispiel Antrieb verbessern, Design in großen Zügen ändern. Es werden die Mods, The Modpack, schön aufgelistet alles, was man braucht, sehr gut. Benötigt, es ist ein Monster Truck, was soll ich sonst noch sagen? Okay, ich kann sagen, dass er vom Design an Rennmonster Trucks angelehnt ist und er zum Rennenfahren gedacht ist. Aber sich beim letzten Fahrtest eher als Drifter herausgestellt hat. Okay, sehr gut. Tipps und Verbesserungsvorschläge höre ich gerne, solange diese konstruktiv bleiben. Da mir gerade kein kreativer Text einfällt, endet er gleich. Das ist auch schön. Und jetzt noch viel Spaß mit meinem Monster Truck. PS, Spielbar, wenn du im Inventar langsamer scrollst, sollte es nicht zu schnell abstürzen, auch wenn du recht viele Mods aktiv hast. Das ist ein sehr guter Tipp, weil mittlerweile werden es wirklich echt viele Mods in Scrap Mechanic und ja, es wird langsam auch sehr instabil teilweise, auch in den Welten, wo ich gar nicht so viele Mods drin habe, da muss man dann immer ein bisschen gucken. Ich merke auch immer, wenn ich scrolle, dann hängt das immer so ein bisschen, also es ist ein guter Tipp, das eher langsam zu machen. So, dann schauen wir uns mal diesen Monster Truck vom Doktor an. Der Doktor, so, da ist die Tür, das ist erstmal von außen ein sehr spannendes Design auf jeden Fall. Ich muss sagen, interessant. Also die Räder wirken fast schon ein bisschen klein. Ich weiß ja, da gibt es ja durchaus auch noch andere Räder, die man benutzen kann, weil es gibt ja jetzt mittlerweile so viele Räder. Ich bin überrascht, dass er so kleine Räder genommen hat. Ich muss aber auch sagen, ich kenne mich mit Monster Trucks nicht so gut aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich weiß nicht, was es da für Varianten gibt. Ich weiß auch nicht, welche Vorlage er sich jetzt hier genommen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, sieht das ziemlich interessant aus, ziemlich spannend. Ich finde auch cool hier diese Trittfläche, dass man hier so hochspringen kann noch und dann da sich so draufstellen kann. Ah ja, da haben wir schon mal die Hupe gefunden. Setze ich mich mal hin. Die 1 ist bestimmt die Tür, genau. Die 2 ist die andere Tür. Ah, guck mal, die 3 ist die Motorhaube. V6. Wieder mal ein 6-Zylinder-Motor. Nicht schlecht. Ah ja, die 4 ist die Ladefläche. Die 5, Scheinwerfer. Die 6 sind die Bremslichter. Mehr oder weniger Bremslichter, also die Rückscheinwerfer. Die 7 ist eine Innenraumbeleuchtung. Aha. Hier so hinten, seht ihr das? Warte mal, wenn ich ein bisschen näher ranzoome, sieht man es ein bisschen besser. Genau. Die 8 ist die Hupe und die 9. Was ist die 9? Ah ja, die ist ein Blinker, ne? Ja, genau, das sind Blinker. Moment, da muss ich mal ein bisschen rauszoomen, dann sieht man das auch besser. Genau. Das ist ganz schön lauter Blinker. Der war ganz schön krach hier. So, da würde ich doch mal sagen, fahren wir doch mal ein bisschen rum mit dem Monster Truck. Ah, guck mal, die hinteren Räder lenken auch. Wow. Okay, jetzt weiß ich, warum er sagt, das ist eher ein Drifter. Irgendwie haben die Räder nicht so richtig Kontakt, kann das sein? Also, oder... Die blockieren immer so ein bisschen. Aber das kann, glaube ich, echt dran liegen, dass das hintere Rad mitlenkt. Ist jetzt so meine Vermutung. Oh, ich glaube, ich bin an der Levelgrenze angekommen wieder. Diese blöde Levelgrenze. Die Levels sind einfach zu klein in Scrap-Mechanik. Die müssten größer sein. Die müssten doppelt so groß sein. Aber selbst dann würde man ja irgendwann an die Grenze stoßen.
glaube, da bin ich schon wieder gegen irgendwas gegengefahren. Ja, nicht... Au! Au, 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 Auffahrunfall. Levelgrenzen, Auffahrunfall. Also, ich muss sagen, geradeaus fährt er ganz angenehm. Aber lenken ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Er driftet dann immer eher so. Es ist wirklich eher ein Drifter. So, Moment, ich guck mal aus der Ego, wie man da fahren kann. Ja, man sieht die Straße ganz gut eigentlich. Kann man machen. Hier haben wir auch wieder Armaturen innen drin. Sehr schön. Ich poltere und holpere. Und da wird wieder gedriftet. Ja, das mit dem Driften ist ein bisschen schwierig, aber wenn man kurz vom Gas geht, kann man trotzdem noch lenken. Das geht eigentlich. Das muss man halt dann, man muss halt kurz vom Gas gehen, weh loslassen und dann passt das eigentlich mit dem Lenken. Das geht eigentlich. Kann man machen. Vielen Dank an der Stelle an Dr. Mo für seinen coolen Monster Truck. Und wo wir gerade bei Monster Trucks sind, machen wir doch gleich mit dem nächsten weiter. Hier haben wir nämlich einen Monster Truck V2 von Master HD. Dies ist mein Monster Truck. Ich erlaube es YouTubern vorzustellen und erneut hochladen ist verboten. Ich möchte Master genannt werden. Viel Spaß. Vielen Dank an den Master. Ich glaube, das Ding funktioniert auch ohne Mods. Er hat zumindest keine angegeben. Müssen wir mal gerade gucken. Oder? Ja, nee. Ich glaube, sind das da Mod-Teile? Ich weiß es nicht genau. Es kann sein, dass das ein Monster Truck ist, für den man keine Mods braucht. Und irgendwo stand da gerade zum Benutzen E. Wo war denn das gerade? Irgendwo hier am Rand war das. Ich habe es gerade kurz gesehen, oder? Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Ah ja, hier, nee, hier war das, am Licht vorne. So, wie komme ich da jetzt rein? Kann ich hier hinten rein? Ich glaube schon. Also erstmal gucke ich mir das Design an, glaube ich. Es sieht auch wieder sehr interessant aus. Deutlich anders als der Monster Truck, den wir gerade eben hatten. Die Aufhängung für die Räder ist sehr abenteuerlich auf jeden Fall. Also es sieht sehr interessant aus. Es sieht fast so aus, als wenn man ein Raumschiff genommen hat, es auf eine Plattform gesetzt hat und auf der Plattform dann einfach noch Räder an so Rohren dran gebastelt hat. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Mad Max. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt versuche ich mal hier hinten, von hier hinten so zum Sitz zu kommen. Ha! Okay, das ist ein bisschen komisch. Man guckt quasi in die Decke rein, wenn man da sitzt. Es gibt ja noch so gemoddete Sitze, wo man sich eher hinlegt beim Fahren. Ich glaube, das macht dann eher Sinn. Da sitzt man dann ein bisschen tiefer. So, jetzt gucke ich mal kurz raus. So ein bisschen rauszoomen. Genau. Ja, guck mal, mein Kopf ist in der Decke drin. Ich fahre mal rum. Die 1, was ist die 1? Die 1 ist hinten die Luke. Die 2 sind Frontscheinwerfer. Aber auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie zwei unterschiedliche Herangehensweisen bei quasi einem ähnlichen oder gleichen, ja, Fahrzeug verwendet wurden. Ja, also Monster Truck, aber trotzdem sieht es komplett anders aus und funktioniert auch komplett anders. Muss sagen, der lenkt sehr gut hier, der driftet nicht. Aber der legt sich auch ganz schön hart in die Kurve. Und die Räder rasten auch so ein bisschen aus manchmal. Ich finde aber, die Aufhängung ist echt irgendwie interessant da. Seht ihr das da mit diesen, ja, da sind auch so Stangen hinter einer anderen Stange. Das sieht irgendwie spannend aus. Oh, wow, 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 wow. Aber ich finde das auch nice, wie sich diese Kabine so ein bisschen hin und her neigt beim Fahren. Und die Räder aber trotzdem halbwegs auf dem Boden bleiben. Das ist irgendwie spannend. Ich finde das nice. Coole Sache. Ein sehr cooler Monster Truck. Ist vielleicht jetzt designmäßig ein bisschen abenteuerlich, aber ich finde es irgendwie nice. Ich find's cool. Vielen Dank an den Master für seinen Monster Truck. Und weil wir eh gerade bei Fahrzeugen sind, schauen wir uns zum Abschluss noch den Dodge Charger Rally an von Mr. Spirito. Hey, dies ist mein Dodge in Rally-Ausführung. Ich habe ihn versucht, detailreich zu bauen. Ich hoffe, er gefällt euch. YouTuber Bizarrok oder Spielbär-LP dürfen gerne den Wagen mit Namensnennung Mr. Spirito zeigen und verwenden. Veränderungen dürfen gerne vorgenommen und hochgeladen werden. Jedoch mit Namensnennung. Vielen Dank an Mr. Spirito für seinen Dodge Charger Rally. Das sieht ziemlich cool aus. Also Dodge Charger sagt mir tatsächlich was. Es erinnert mich so vom Look her fast schon so ein bisschen an diesen Death Race Film. Ja, so ein bisschen so mit dem Schwarz und den roten Felgen und so. Das sieht irgendwie sehr crazy aus. Steigen wir da mal ein. So. 1 ist die Tür, 2 ist die Motorhaube. Ah, da sehen wir mal wieder. Oh, das finde ich auch immer schön, wenn der Motor auch ein bisschen ausgestaltet wird. Guckt mal. Das sieht richtig schön aus. Hat sich richtig Mühe gegeben hier. Mit den Einspritzern da am Rand, mit den Rohren und dann oben mit dem Rot auch, mit den Farben. Das hat er sehr schön gemacht. Sehr nice.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, Moment, nicht die Tür aufmachen. Was ist die? Oh, die 3. Wenn ich die 3 drücke, habe ich hier ein Turbo. Guckt mal. Da ist ein Raketenantrieb drin. Crazy. Und ich fahre noch gar nicht, ne? Ich drücke gerade nur die 3, ne? Kann man da eigentlich lenken? Ja, kann man. Crazy verrückt. Guckt euch das an. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wenn ich jetzt dazu noch Gas gebe. Oh, 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 oh. Wow, wow, er springt schon. Alter Schwede. Nicht schlecht. Ich habe jetzt gerade mal das Gas losgelassen. Oh, wie der Charakter auch guckt. Warte mal, da muss ich mal ranzoomen. Ich finde das immer so lustig, wenn er so in Panik, panisch guckt. So, Moment, jetzt hier. Oh, nein, oh. Ja, crazy. Das ist eine Rennen, eine Rallye. Das ist das Death Race. Da brauchst du gar nicht zu gucken. Ah, nein, Hilfe, oh Gott. Oh, oh, das war die Levelgrenze. Das war die Levelgrenze. Da haben wir es schon geschafft. Okay, da müssen wir jetzt in die andere Richtung fahren. So. Ich finde die Lampen auch cool vorne. Nicht schlecht. Sieht sehr nice aus. Ein sehr cooles Fahrzeug, wenn ich das mal sagen darf. Juhu. Boing. Moment, war das die Levelgrenze gerade wieder? Wenn es Boing gemacht hat? Ich glaube schon. Wie ist denn das, wenn ich aus der Ego-Perspektive eigentlich fahren will? Oh, okay. Der Motor ist natürlich sehr riesig. Der nimmt natürlich viel von der Sicht weg. Aber so ist das, glaube ich, auch im Dodge. Das ist gar nicht so ohne. Wow, wow, wow. Wow. Wow, wow. Oh, hier, guck mal, hier sind Gasflaschen drin. Direkt nebenan. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. So im Sinne von Betriebssicherheit und so. Nicht schlecht. Coole Sache. Ein sehr cooles Fahrzeug. Vielen Dank an Mr. Spirito für seinen coolen Dodge Charger Rally. Wenn ihr auch eine coole Erfindung habt, die ihr gerne in Scrapset vorgestellt haben möchtet, schickt mir den Link zu eurem Workshop-Objekt im Kommentarbereich unter diesem Video. Die Beschreibung von eurem Workshop-Objekt muss enthalten ein Erlaubnis, dass ich das Ganze auf YouTube zeigen und verwenden darf, euren Namen, wie ihr genannt werden wollt auf YouTube und welche Mods ihr benutzt habt. Denkt bitte auch immer daran, den Link auf öffentlich zu stellen im Workshop, damit ich das Ganze auch öffnen kann. Da bedanke ich mich an der Stelle bei allen, die etwas eingesendet haben und sage bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao!